Herzlich willkommen zur Publish Industry Technik Talk. Wir sind hier auf der SBS IPC Drive 2016 und zwar am Stand von Friedrich Lütze. Mein Gesprächspartner ist der Inhaber Udo Lütze. Grüß Gott, Herr Lütze. Schönen guten Tag, grüß Sie. Was zeigen Sie denn im Bereich der Schallschrankverdrahtung Neues hier auf der Messe? Ja, wir zeigen natürlich wieder unser Verdrahtungssystem Airstream. Das sehen Sie hier an diesem Beispiel in diesem Schaltschrank. Dieses Produkt hat sich jetzt allerdings zu einem kompletten System weiterentwickelt. Wir haben also nicht nur den modularen Bausatz von Airstream als Verdrahtungssystem, sondern wir haben auch Software-Tools, zum Beispiel um die Wärme im Schaltschrank zu berechnen, also die Wärmeverteilung, was ganz, ganz wichtig ist. Heutzutage ist es ja so, dass die Schaltschränke voll sind von Technologie, von Elektronik, die erzeugen alle Wärme, also alle Komponenten werden warm und damit kriegt man natürlich auch ein Wärmeproblem. Wie genau kommt es denn zu diesem Wärmeproblem und inwiefern kann der Airstream helfen? Ja, das große Problem, das man im Schaltschrank hat, dass natürlich jede Komponente, wo Strom durchfließt, Wärme erzeugt. Und diese Wärme kann sich im Schaltschrank stauen, kann dafür sorgen, dass es riesige Probleme gibt. Wir wissen auch, dass es unterschiedliche Bereiche gibt. Also unten ist es etwas kühler als oben. Das kennen wir auch von der Sauna her. Ist hier genau das gleiche Effekt. Mit dem System Airstream haben wir die Möglichkeit, dass wir durch den Einsatz eines Airblowers dafür sorgen, dass die Luft zirkuliert. Wir haben ein Gebläse, das befindet sich hinter diesem Rahmen, sorgt für eine permanente Zirkulation der Luft. Dadurch wird die Luft umgewälzt. Das bedeutet, die warme Luft, die oben ist, die sich staut, wird nach unten geführt. Und durch diese konvektionsartige Rotation wird die Wärme besser verteilt. Und Klimageräte bei Bedarf können dann viel besser diese Wärme aufgreifen und wieder abführen. Okay. Und was zeigen Sie denn sonst noch auf der Messe? Ja, wir haben natürlich wieder unser gesamtes Produktspektrum mitgebracht, angefangen von der Kabeltechnik bis hin zur konfektionierten Leitung. Da bieten wir alles für unsere Kunden. Wir bieten unsere Netzgeräte, Interface-Technik, Automatisierungstechnik, also das komplette Spektrum. Also schlage ich vor, kommen Sie einfach bei uns auf dem Messestand vorbei. Danke für das Angebot und danke für das Gespräch. Und Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.